So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Tony Stewart's All American Racing Part Nummer 18. So, wieder ein bisschen mit der Musik aufpassen. Ich überlege auch schon, ob ich die rausnehme, aber ich mag sie eigentlich. Sehr gehen die Videos ja alle. Also ich habe zwar auf manchen Videos steht zwar drauf Beschwerde wegen Urheberrechts, aber die Videos sind noch alle da. Also mein Gott, ich verdiene damit eh kein Geld, also passt das schon. Solange wie die Videos alle da sind, geht das. Wie gesagt, wir machen die Season 1 ist hier weiter, 62% complete. Ich würde sagen, wieder so ein, zwei Rennen heute. Dann passt das schon. Also ich habe schon on the road gestreamt, also werde ich jetzt noch zwei Videos machen, die ich wahrscheinlich sogar nicht mehr heute raushaue diesmal, sondern für euch dann morgen. Also wenn ihr das Video seht, dieses hier, dann ist Samstag und das zweite Video, was ich dann mache, ist dann Sonntag. Also ich tue jetzt wieder zwei Videos quasi das Wochenende vorproduzieren, weil für heute, also wenn ihr das hier seht, für gestern, Entschuldigung für den Wirrwarr, da gab es ja dann schon on the road in dem Sinne. Also ich denke, das kann man so machen. Ich denke, das geht klar. Also und dann am Montag mal gucken, was ich dann am Montag weitermache. Ob ich dann nach der Arbeit weiter on the road fahre, so wie jetzt dann Mittwoch und Donnerstag. Oder ob ich dann nach der Arbeit dann auch wieder ein, zwei Videos... The practice session is underway. Ein, zwei Videos hiervon mache. Liegt ja auch ein bisschen an euch. Momentan scheine ich, wie gesagt, den einen oder anderen verärgert zu haben, weil momentan sind meine Aufrufe allgemein nicht so gut, egal was ich spiele. Naja, so ist das Leben halt manchmal. Ich habe Bock darauf, ich mache trotzdem weiter. Ja, geht doch, ich wollte schon sagen, Return to Garage. Here's a look at the speed charts from practice. Sponsor Bonus haben wir geschafft, sehr schön. Auf ins Qualifying. Pole Position ist 17,9. Ja, das sollte man schaffen, ne? Nochmal knapp. Sollte ich eigentlich schaffen. Let's see what you can bring to the table. It's qualifying time. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe euch ja in der letzten Folge schon gefragt, oder in der vorletzten, ich bin mir nicht 100% sicher, ob wir den Schwierigkeitsgrad nochmal anheben sollen, oder ob ich den Fortschritt halber, damit wir ordentlich Fortschritt schaffen, es so lassen sollen. Das liegt ja auch ein bisschen an euch dann. Ich persönlich würde es gerne so lassen, damit wir weiter gut mit der Kohle vorankommen und irgendwann ein 5-Star-Team organisieren können, dann eine zweite Saison durchwachsen für das Geld. We've got a new leader, folks. Let's see if it holds up. Und uns dann mit dem Geld ein neues Team leisten können. Also neues Team nicht, Team bleibt das gleiche, aber eine neue Fahrzeugkategorie leisten können. Oder Fortschritt machen halt. Fortschritt machen geht halt so mit dem Schwierigkeitsgrad am besten. Wow, that should get the pole. Checkered flag and qualifying is over. Let's see how they're gonna line up. Aber der ein oder andere findet es so vielleicht langweilig, wenn wir den Fortschritt zu schnell machen und wir jetzt nur noch am Gewinn sind, findet das vielleicht langweilig. Deswegen, es liegt an euch, also ich werde schon ein bisschen so machen wie ihr. Also ich werde nicht, wenn ihr sagt, ja, mach mal bitte was schwerer, gleich auf schwer gehen, das nicht. Ich würde wahrscheinlich dann auf Mittel gehen und gucken, was auf Mittel passiert. P1 is coming up. The top 5 move on to the A main. Good luck.
Listen to those engines as we get ready to go. Green flag, go for it. Oh mein Gott, dieser Spotter ist sehr laut, aber ich habe schon geguckt, den kann man glaube ich nicht leiser machen. Also ich habe schon geguckt, also ich habe die Option leider unter Optionen nicht gefunden. Nee, aber nachdem das normale Nesca so richtig sau schwer ist, ist das hier auch echt mal eine Erholung, muss ich sagen, dass das hier leichter ist. Wie gesagt, das normale Nesca werde ich auch weitermachen, alleine schon für unser Lukas, weil unser Lukas, der hat zwar noch nicht gefragt, aber ich glaube ein bisschen traurig, dass ich momentan kein Nesca mache, ist er schon, weil der hat das immer geguckt. Ich muss aber Lukas mal fragen, wie das mit seiner Arbeit aussieht, ob er überhaupt nach seiner Arbeit noch genug Zeit hat, Nesca zu gucken, weil ich habe das hauptsächlich wegen Lukas durchgezogen. Ansonsten ist es nicht so schlimm, wenn ich das normale Nesca jetzt nicht mache, weil der Einzige, der immer da war, immer live bei meinen Livestreams bei Nesca, war halt nun mal Lukas. Und wenn ich weiß, er guckt auch nach der Arbeit die Videos trotzdem, dann werde ich für ihn mal wieder ein, zwei Tage zwischendurch mal Nesca trotzdem machen, das normale Nesca. Wenn er aber sagt, er hat eh keine Zeit dazu, dann kann ich mich auch ausschließlich auf On The Road und das hier vorerst konzentrieren. Weil, wie ihr merkt, sind das zurzeit die zwei Spiele, die ich halt am meisten mache. Am meisten mache ich zurzeit wieder On The Road, live, und das hier halt ein Videoform. Also das sind so zwei Projekte, die ich halt wirklich richtig viel mache. Und zwischendurch, wenn ich dann mal eine freie Minute habe, zwischendurch, dann haue ich mal noch ein angezockt Video raus. Ich habe noch zwei, drei Spiele mir auf die Platte geladen, wo ich dann jetzt die nächsten Tage auch wahrscheinlich noch mal ein angezockt Video raushaue. Keine Absicht, aber the track is really holding up well tonight. There was some rain last week that made these promoters a little nervous, but it's really done well with all these cars out there. Huge thanks to the crew for all their hard work. Ich sage mal selber schuld, wenn Überrundete keinen Platz machen. Wenn Überrundete keinen Platz machen, dann dürfen sie auch nicht rumheulen, wenn sie rumgedreht werden. Laps are winding down. Just two more to go. Das ist einfach so. Da sage ich sogar, ist mir egal, ob das ein KI-Spieler ist oder ob das im Online-Modus ein menschlicher Spieler wäre. Überrundete haben Platz zu machen, wer Überrundeter keinen Platz macht, hat Pech gehabt. Ansonsten versuche ich, wenn man online spielt, natürlich so fair wie möglich zu sein. Also, ich würde online nie mit Absicht mit voller Absicht rausrammen. Also das passiert dann, wenn es passiert im Eifer des Gefechts, dass man miteinander fightet und denjenigen dabei aus Versehen rumdreht. Wenn das dann aber passiert, dann lasse ich denjenigen meistens auch wieder vorbei. Congratulations on an amazing win. Aber ansonsten, Überrundete haben Platz zu machen. Und wenn der Überrundete keinen Platz macht, dann ist er selber schuld, egal ob menschlich oder nicht menschlicher Spieler. So, jetzt kommt das richtige Qualifying Dash, bevor es ins Main geht. The dash is about to start. Who will win it and start on the pole of the main event? They're coming to the line. And here we go. The green is out. SRX The Game heißt das andere übrigens. Ich habe nochmal nachgeguckt gestern im Store. Also wenn ihr das Video dann seht, vorgestern im Store. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also SRX The Game heißt das neue Spiel. Das sieht ähnlich aus wie das hier mit den Staubstrecken, aber das hat nicht nur Ovalstrecken, sondern das hat dann wie auch in der Nesca-Saison auch Rotkurse, die dann mehr Kurven haben als Dirt-Strecken. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen, wenn es dann mal ein bisschen reduziert ist. Also 50 Euro gebe ich dafür dann nicht aus, wie es aktuell kostet. Aber wenn es dann mal ein Sale ist, so 25, 30 Euro, dann werde ich mir das auch kaufen. This race is getting intense. Those cars are really getting dirty. Aber damit das Spiel hier so viel Spaß macht, werde ich diesmal das Projekt hier erstmal beenden. Nicht bei Nesca, dass ich es nur sporadisch mache und sporadisch, so wie ich gerade lustig bin, weil es halt so ziemlich bockschwer ist. Sondern nein,
ich werde das hier diesmal richtig durchziehen. Also ihr merkt ja, ich bin hier regelmäßig Videos am Produzieren für dieses Game hier. Also ich bleib hier dran. Kommt nicht jeden Tag ein Video, wie ihr gemerkt habt, weil ich jetzt auch zwei Tage hier Donnerstag und Mittwoch on the road gemacht habe und auch Freitag, also wenn ihr das Video seht, gestern ein auch on the road gestreamt habe. So, das jetzt auch wieder ein paar Tage halt gemacht habe, weil es mir halt auch Spaß macht. Wie gesagt, das sind meine zwei Main-Projekte aktuell und ich versuche das auch so ein bisschen im Wechsel zu machen, glaube ich jetzt. Also mal ein paar Tage das hier, mal ein paar Tage on the road, also so ein bisschen im Wechsel probiere ich das jetzt halt einfach zu machen und dann sollten alle Parteien damit klarkommen und eigentlich einig sein. Und die Parteien, die dann wiederum auch was anderes warten auf meinem Kanal, weil sie denken, ey, hat er nicht gesagt, der wollte das machen, dann haut das einfach bitte in die Kommentare rein, dafür ist diese Funktion da, dann versuche ich euch natürlich auch wieder zu berücksichtigen. Ich kann mir nicht jeden einzelnen User merken, wer jetzt lieber das geguckt hat, wer jetzt lieber das geguckt hat. Also, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, welche Projekte ich wieder ein bisschen mehr machen sollte, dann schreibt das gerne auch in die Kommentare. One more to go. So, und damit haben wir das hier auch geschafft. Sehr schön, gefällt mir. Checkered flag for a special performance tonight. What an incredible finish for this driver. Let's take a look at the official results. This should be a great race. The A-Main is what it's all about. All eyes are on the flag stand. It's showtime! Ja, der Tony wurde von Collins überholt. Ich wurde auch kurz von Collins überholt. Aber schön, dass der Tony Platz verloren hat. Sehr schön. Jetzt wollte der Tony gerade da hinten im Hintergrund reinlenken und dann hat es im Hintergrund auch wieder gescheppert. Ah, ist das herrlich. Ich weiß nicht, mal mit X drücken, wer hinter mir ist. Ah, Tony ist wieder hinter mir. Der ist außen rum an allen vorbei. Und der Collins, der kurzzeitig erst einmal ist nur noch Fünfter. Jetzt sogar Sechster oder was. Der ist ganz durchgereicht worden. Och, armer Collins, ey. These drivers are racing like every Schöner lap is the last. The fans are on their feet and haven't sat down for one single lap. Das sind auch die, glaube ich, die in der Fahrerwertung auf Platz 2 und 3 liegen. Aber Samantha ist dann doch schon auf Platz 3 sehr, sehr weit abgeschlagen langsam. Weiß nicht, unten ist immer wieder. Oh, geht ja noch. That driver is flying around this track. So far, so good. We've had some great racing today. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich die Season 1 durch habe, ob ich dann eine Season 2 im Livestream einfach komplett durchziehe. Ob ich dann Season 2 keine 100% Rennen fahre, sondern ob ich dann in Season 2 einfach wieder nur so 10% oder 25% oder sowas mache, mit wenig Runden, dann doch mal einen Livestream hiervon mache und Season 2 halt eine Season komplett durchziehe in minimal, weil da gibt es ja dann nicht viele Runden, das geht ja dann. Um einfach die Kohle zu verdienen, dass ich dann die Season 3 wieder in Videoform auf 100% Rennen mit einer anderen Fahrzeugklasse halt machen kann. Also um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen sozusagen. Könnt ihr mal was dazu schreiben, was ihr davon halten würdet? Oder ob ich die Season 2 auch auf 100% Rennen fahren soll und das dann egal ist, dass es Let's Play länger geht. Also das ist dann halt einfach so lange dauert, wie es dauert. Ich habe Spaß dran. Mir ist es egal, ob 100% Rennen oder verkürzt, aber ich
ich möchte ja auch, dass die paar Leute, die es gucken, auch weiterhin Spaß dran haben. Und ich muss es ja euch so angenehm wie möglich machen. Nicht nur an mich selber denken, wie es mir am meisten Spaß macht, sondern wenn ich es schon Let's Playe und in Videoform bringe, auch ein bisschen halt euch das schmackhaft machen. Wenn natürlich keine Kommentare kommen, denke ich, ich mache alles richtig und dann mache ich so weiter, wie ich denke. Logischerweise. Scheint ja alles richtig zu sein, alles in Butter. Was mich dann natürlich auch freut. Weil dann bin ich mir kein Fehler bewusst, sozusagen. Und ja, ich bin ein siegverwöhnter Maulwurf. Mir macht das Spaß, vorne wegzufahren und die KI abzuziehen. Egal, ob das jetzt schon ein bisschen zu leicht aussieht und OP aussieht. Das macht schon Spaß, weil das Schwierige ist dann, je nach Strecke, das in Anführungszeichen, das Überrunden. Und das ist halt, was heißt schwierig, das ist auf so leichten Normalstrecken hier nicht schwer. Das wäre dann bei SRX The Game bei dem neuen Teil wieder lustig, auf den normalen Straßen. Überholen, aber naja. You can feel the intensity starting to ramp up with each lap. It's go time for a lot of these drivers and they're starting to feel the pressure. Da hat Samantha leider doch wieder auf 6 durchgereicht worden, schade. And we just reached the halfway point, folks. You can see these drivers are really searching around the track and trying to find a line to pick up any additional time they can. It's all about being smooth and consistent out there. Just a reminder to check out the merchandise trailers for our brand new t-shirts. Just $18.99 tonight only. Ich nehme da keine Rücksicht, auch auf Nelson nicht. This race is getting intense. Those cars are really getting dirty. Na, Toni ist auch nur noch Vierter gerade, warum auch immer, beim Überrunden hängen geblieben, wa? Wow, a little bobble back there towards the rear of the field. We stay clean and green, but that was a close one. Just 10 laps to go. Ja, beim Rundhängen bleiben ist nicht so geil, aber passiert halt. Ach, Moni, so lange wieder ein bisschen lisiert. Ach, mein Gott. Ein bisschen Schwund ist immer. Hi, Toni. Yellow flag, let's stack them back up. Oh, es gab mal eine Yellow Flag. Oh. Toni ist schon eine Runde zurück. Der erste, zweite, dritte, die sind noch da. Toni ist mit Platz 4 schon eine Runde zurück. Haha. And there's the green flag. Good luck, drivers. Da habe ich rund 4 Runden kommen extra dazu wegen der Gelbflagge. Oh yeah. Bestenfalls kann Toni eigentlich. Ne, der Toni kann eigentlich nur noch hinter bleiben, wenn überhaupt ist. Toni aber noch weiter durchgerutscht worden. Toni ist kaputt, würde ich mal sagen. Mit Position 2. Toni bleibt 6. Okay, der hat Glück gehabt, der hat sich wieder durchgekämpft, aber ich bin nur 2. Ich habe gerade auch einen Platz verloren.
They're coming to the line. Und jetzt bin ich auf der Außenbahn. Das gefällt mir nicht so, aber egal. The green flag is waving and we're off. Die Bahn hinten zumachen. Jetzt kann ich auch wieder Fünfter werden, weil der Fünfte jetzt auch wieder 0,6 dahinter ist. Ja. Bis Platz 6 sind nur alle überrundet. Ja, 15 noch in einer Runde. Running consistent lap times is really important at a place like this. Noch 6 Runden kriegen wir hin. How many times have we seen this here at this track? Great battles for position just about everywhere you look. And this is why these fans love their hometown track so much. Nein, it's go time, so only doch. 5 laps to go. Geht doch, wir sind am Abfesten. Ford ist, Steve Ford ist Zweiter, Nelson Dritter, Brian Vierter. Abby King momentan Fünfter, das heißt Tony Stewart ist nur Sechster. Oder noch weiter hinten, ich sehe es ja nicht mehr, ich kann ja nur die ersten 5 sehen. Wir werden es aber wissen, wenn wir durch die Ziellinie gefahren sind. The drivers are pedal to the metal. The mud is flying and the cars are covered in dirt. It's another great day at the racetrack. Oder falls wir nochmal überrunden sollten, aber ich glaube, so weit nach vorne kommt man nicht mehr zu überrunden jetzt. Sind ja nur noch 2 Runden. 2 sticks in the air, 2 to go. One more to go. And there's the checkered. They hang on for the win. Congratulations to the entire team. And here are the official results. Samantha ist 6. geworden, okay. Und Toni ist sogar letzten Endes nur 8. geworden, okay. Sehr schön. Sehr schön. Samantha besser als Toni, das gefällt mir. Jawohl, damit Samantha immerhin 81 und Toni nur 76. Gut, sind nur 5 Punkte Unterschied, da kann Samantha auch leider auch nicht mehr rocken, weil wir können nochmal in den Full-Season-Standings gucken. Und hier, da ist Toni noch deutlich auf der 2, Brian jetzt auf der 3 mit 9 Punkten vor. Ja, 9 Punkte vor Samantha, also Samantha ist leider sogar schon bis auf 4 abgeschmiert. Der Nelson ist dann schon weiter weg, aber gut. Robbie hat immerhin einmal gewonnen, der Collins, einen Win, und Kevin Murphy hat auch einmal gewonnen, aber die sind auch trotzdem alle schon zu weit weg. Ich habe bis 13 Siege in der Karriere geholt und Stuart ein, also Stuart ist locker auf weiter Ferne der Zweite, aber guck mal, ich habe auch schon mega Vorsprung, also wir könnten den Schwierigkeitsgrad durchaus wieder ein bisschen anheben, wenn ihr das denn wollt. Andererseits, wenn ich es nicht mache, sondern wenn ich halt so weiterspiele wie jetzt, dann kommen wir halt fortschrittmäßig schneller voran. Also, es liegt halt auch ein bisschen an euch. Ihr müsst schon ein bisschen mitwirken. So, wieder 400 Fans dazu. Sehr schön. Also 407. Drivers Express, Konzern, over Patrick Holz, aggressive driving, get used to it,
zählt der Defiant Patrick Colts. Also ich bin ein aggressiver Fahrer, ja, mein Gott. Look, I don't know what's going on with you, but your bad driving's really starting to annoy everyone. You better settle down or someone's gonna put you in the wall. Oh, hat sich jetzt Tony Stewart auch bei mir beschwert, dass ich ein Bad Driver bin, ein schlechter Fahrer, weil ich so aggressiv fahre. Oha, also zumindest habe ich das auf Englisch so verstanden. Mein Englisch ist nicht das Beste, also ihr könnt gerne mir eines Besseres belehren. Ach hier, Kyle Roberts, Business Manager, Sponsor Goal Bonus 5%, Merch Bonus 10%, den nehmen wir mal mit. Kohle ist immer gut. So, Manager, da muss ich jetzt Garage repairen. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal auf Sponsors About Me, das ist dann die Dinger. Dafür muss ich wieder, das haben sie zum Beispiel ein bisschen doof gemacht. Da muss ich hier erst auf zurückgehen, ne? Genau, auf, oder kann, ne, bei Manage Company. Ja genau, hier Manage Company und dann kann ich jetzt hier hingehen und dann bei Managers kann ich das wieder einstellen. Das ist das, was ich habe, 3-Sterne-Dinger. Ja, Late Model ist eine DLC-Serie. Wie gesagt, ich bleib dabei. Wenn ihr sie sehen wollt und es genug Aufrufe gibt, dann kaufe ich mir die. Aber erstmal muss ich mir hier US Legends Car, kostet 50.000 und das Big Dings kostet 75.000. Die Kohle hätten wir. Ich könnte also sogar schon in eine andere Klasse investieren. Aber wir machen natürlich auch trophäenmäßig logischerweise erstmal Streetstock auf dem 5-Sterne. Auf ein 5-Sterne-Auto, also das ist ja halt ganz logisch. So, jetzt muss ich gucken, genau, 5% Sponsor-Gold-Bonus und Merch-Bonus hat die 0%. Sponsor-Gold-Bonus bleibt bei 5% mit Kyle Roberts, aber ich kriege 10% Merch-Bonus, also ganze 10% mehr wie vorher, also rein da. So. Sitzen Races, 13 Wins, Winrate, Durchschnittsplatzierung, rein Rechner, rechts Platz 2, das ist doch voll okay. So, jetzt gehen wir wieder auf die Continue Season. Reparieren noch alle Parts. So, dann wisst ihr, was zu tun ist, wenn ihr Bock habt. Liken, abonnieren für die, die es nicht getan haben und kommentieren, denn Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann in Part Nummer 19 wieder. Wiederschauen und reingehauen, euer Maulwurf.